for winter, the most action-packed, immersive, and fun D&D game yet. By bringing the world... So, da sind wir wieder. Einen wunderschönen guten Abend, Hallöchen aus Amsterdam. Heute Abend ist Deathmatch angesagt. Naja, nicht ganz. Naja, doch. Deathmatch im Dungeon. Und wir haben hier schon die ganzen Leute im Skype sitzen, die warten schon ganz wild. Wir sind auch schon klar mit der Party, ist alles schon erstellt. Ich bin jetzt ganz ehrlich am Überlegen, weil was wir jetzt machen mit dem Raventier, weil der hat kein Skype und das ist echt schwierig mit Randoms in Dungeon und dann nicht mal ein Voice-Chat. Ich weiß nicht. Also das könnte auf jeden Fall lustig werden. Ich glaube, der Raventier weiß noch gar nichts von seinem Glück. Der Raventier, der weiß noch gar nichts. Der hat das noch gar nicht mitbekommen. Ja, na gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wir müssen da nachher durch. Ich denke mal, shit happens, würde ich sagen. Tja. Wenn wir dann failen, wissen wir zumindest, es ist Raventiers Schuld. Schade, Raventier. Willst du nur die Verantwortung abgeben? Ich will einfach nur die Verantwortung abgeben, genau. Ich hatte ja persönlich so ein bisschen gehofft, dass wir in die Crackmire-Gruft gehen. Warum? Weil heute ist ja internationaler, sprich wie ein Pirattag und... Wer ist der Endboss in der Crackmire-Gruft? Genau, der gute Piratenboss. Ne? Und schade, ihr habt euch für Karundax entschieden. Blöd gelaufen. Es war knapp. Es war knapp, es ja. Es war super knapp. Goodie. Ja, was wir ja machen können ist, ich meine, wir sind ja eine flexible Community hier. Ich meine, wenn ihr jetzt natürlich sagt hier im Twitch-Channel, hey, wir hätten schon Bock, dass wir jetzt die Crackmire-Gruft angehen, weil heute ist ja Piratentag und so, dann können wir das noch ändern, das ist nicht zu spät. Aber das müsst ihr entscheiden, weil ich will jetzt nicht eure Abstimmung da überstimmen. Also macht doch jetzt einfach mal ein Plus in den Chat, wenn wir zum Drachen gehen sollen. Oder ein Minus, wenn wir zur Crackmire-Gruft gehen sollen. Na? Lasst uns wissen. Und während ihr uns jetzt hier plus oder minus, wird die Caro noch ganz kurz erzählen, was wir mit den Gewinnern aus letzter Woche gemacht haben. Weil wir hatten nämlich ein schönes Event am Start, wo ihr was gewinnen konntet. Ein wunderschönes Event, ja. Weil das Midsommer-Event ist ja jetzt leider zu Ende gegangen langsam. Ja. Und da habt ihr uns ja wunderschöne Bilder gezeichnet. Also ich war echt überrascht, was da nicht an Kunstwerken alles rausgekommen ist. Ja, Schweinekunstwerke. Kennst du uns doch, wir verkennen alle gerne. Nein. Und zumindest ist es auch Zeit, den Gewinner, um ehrlich zu sein, bekannt zu geben, weil lange genug ist das Event jetzt gelaufen. Genau. Und da hat sich einer von den anderen doch ein bisschen abgehoben. Ja. Und das ist der Gaming Gartus. Genau. Der hat uns ganze 3 Zeichnungen gemacht und der scheint auch ein bisschen professioneller in sowas zu sein. Und da waren wir echt beeindruckt. Erstens beeindruckt und zweitens fühlten wir uns wirklich so ein bisschen, ne, bauchgepinselt, dass er für uns da echt so ein extra Kunstwerk angelegt hat. Ne? Sehr nice. Fanden wir echt nett. Genau. Und was kriegt der Gaming Artus? Der Gaming Artus, der kriegt für dieses wunderschöne Kunstwerk ein Fury of the Fable-Paket. Super. Also, wir machen das jetzt so. Wir werden dich dann im Forum kontaktieren und die Caro, die schickt dir dann den Code zu, den du dann auf deiner Seite einlösen kannst, also auf deiner Redeem-Page. Und dann... Da bin ich ja gespannt, ob er darüber dann über die Fury of the Favorite, über das Paket auch noch so eine schöne Zeichnung macht. Genau. Wehe, du freust dich nicht, ne? Genau, wehe, du freust dich nicht. Also, herzlichen GZ und was haben wir noch am Start? Genau, bevor wir nämlich jetzt gleich in den Dungeon gehen und wie ich das so sehe, wird das wohl hier heute der Drache werden. Da waren mehr Plus als Minus dabei. Also ich denke, Karundax... Du kommst dir nicht drumherum, du kannst da noch so dolle betteln. Ich fürchte es auch. Wir müssen heute uns den Drachen stellen. Ich habe schon die Hose gestrichen voll. Ich sag's ganz ehrlich. Na gut, nichtsdestotrotz, auf jeden Fall, wir haben noch 2 andere Sachen, was du berichten wolltest. Eins davon war unser Tavernen-Event. Oh ja, genau. Zu dem Tavernen-Event. Es war ja bisher eigentlich eher so, naja, ihr habt keine Aussicht so wirklich auf Gewinne gehabt. Und das haben wir aber geändert gehabt, ich glaube Anfang der Woche. Genau. Weil wir waren da so begeistert gewesen. Ja, es sind wirklich sehr schöne Geschichten schon entstanden, aber ich muss ehrlich sein, ein bisschen mehr geht da noch. Ihr könnt doch ruhig noch ein bisschen mehr Präsenz zeigen, mehr Leute können da mitmachen, damit ihr auch so ein bisschen angestachelt werdet. Haben wir da so ein schönes Buch. Gib mir nochmal das zweite, oder ich halte das hier und du holst das zweite, weil das sind nämlich insgesamt 2 Teile von... Und so ein schönes Buch. Von R.A. Salvatore, Neverwinter, oder beziehungsweise auf Deutsch heißt es ja nie Winter. Und ihr könnt die gewinnen. Und das sind nicht irgendwelche Taschenbücher, die ihr im Handel kaufen könnt. Die sind original signiert von
dem guten R.A. Salvatore persönlich. Und zwar haben wir den benervt und gedrängt auf der letzten PAX. Waren wir dort und haben uns die zwei Bücher handsignieren lassen. Sogar, er hat sogar in Deutsch versucht zu schreiben, Skimitar hoch. Und ja, das ist nicht irgendwie eine Kopie oder so, das ist von Hand reingeschrieben. Und das könnt ihr gewinnen. Beide Bücher sozusagen. Sogar auf Deutsch geschrieben, ne? Und auf Deutsch, genau. Die haben wir extra deswegen mit nach USA geschleppt. Also, schreibt uns, macht mit. Macht bei diesem Lernen Oktoberfestgeschichte. Kommt, ihr seid doch alle aus Deutschland, ihr müsst euch doch. Genau. Macht euch Bier stark. Ihr habt doch auch ein paar schöne Foundries über Bier geschrieben. Da kann doch so eine Geschichte nicht so schwer sein. So sieht's aus. So, ja, was haben wir denn noch alles gehabt? Zum Beispiel? Wir haben noch für diese Woche natürlich auch wieder was geplant, wo ihr was gewinnen und abgreifen könnt. Und das hat mit der heutigen Folge ein bisschen zu tun. Und zwar ist es so, dass ich euch am Ende des Streams, also ihr müsst im Stream ganz gut aufpassen, also wenn wir nachher in-game sind, jetzt noch nicht, nachher in-game, müsst ihr ganz genau aufpassen, was wir da machen. Und ich werde euch am Ende der Show eine Frage stellen zu etwas, was ihr gesehen habt. Und Hoffentlich gesehen habt. Hoffentlich und die Caro, die wird dann morgen früh im Forum, vielleicht heute Abend noch, mal sehen, ob sie noch Zeit und Lust hat, einen Thread aufmachen. Da ist dann ein Link drin und dort ist auch nochmal alles erklärt, wie ihr dann genau an dem Gewinnspiel teilnehmen könnt. Und natürlich gibt es auch hier wieder ein lustiges Ritter der Kokosnuss, hätte ich beinahe gesagt, Feywild zu gewinnen. Und ja, den Gewinner geben wir nächste Woche wieder im Stream bekannt. Also gut aufpassen jetzt gleich in der Show. Und ich will euch jetzt auch gar nicht lange nerven. Ich will euch auch gar nicht lange mit irgendwelchen Gebrabbel aufhalten. Wir gehen jetzt einfach mal direkt live in das Spiel. Aber die Zeit drängt ja auch. Die Zeit drängt. Die Zeit drängt ja auch. Und jetzt werde ich als erstes werde ich mal die ganzen anderen tapferen Recken hier joinen. Also, los geht's. Okay. Ich gucke jetzt mal, ob ich hier in den Skype-Call reinkomme. Sprecht mit mir. Okay. Sehr gut. Dann, ich würde sagen, bevor wir jetzt an den Start gehen, stellt euch doch mal ganz kurz vor. Ich schalte mal ins Spiel um. So. Am besten. Soll ich einfach mal gucken, wer sich hier zuerst vorstellt? Ich würde sagen, genau. Mach du das mal. Ich habe hier direkt den Mr. Royal Flush. Okay. Sag mal was zu dir und stell mal deinen Charakter und dich vor. Ja, hallo, ich bin der Royal Flush oder auch gern Sandria. Ja, ich spiele das Spiel eigentlich schon seit Open Beta, kann das sein? Bin mir nicht ganz sicher, also ziemlich lange schon, ein paar Monate. Und ja, ich spiele einen Trickster-Schurken, Level 60, D2 equipped noch zur Zeit und ja, das auf einer doch relativ täglichen Basis. So viel von mir. Gut, also einen Schurken hast du schon mal in deinem Team. Aber mal gucken, was noch dazu kommt. Da kann schon fast nichts mehr schief gehen. Hier haben wir noch den Sebastian. Na, den Sebastian, den kennen wir ja schon ein bisschen, ne? Ja, aber wissen die Leute auch, was er spielt? Na, Sebastian, leg mal los. Also, ich bin der Sebastian, spiele auch einen Schurken, einen Trickster-Schurken, Level 60, ist T2 voll equipped vom PvP-Gear, weil ich eigentlich nur PvP spiele, aber ich versuche einfach mal mit dem jetzt hier, mit dem Normen ein bisschen Damage zu zeigen, wie man das macht. Ohohoho. Okay. Also gut aufpassen, auch für die Normen, ne? Damit er noch was lernen kann. Die Hoffnung stirbt zuletzt. So sieht's aus. Und dann haben wir noch den Smörbrötchen. Ja, hi. Oder das. Smörbrötchen oder Smöre, wie auch immer. Ich spiele Level 60 Magier. Das Ende der Open Beta oder ja, so den Wechsel. Und habe noch diverse andere so nach und nach hochgespielt. Bin fast täglich schon, aber klingt gut. Schauen wir mal, was der wird. Und wie gesagt, wie versprochen, ich schlag erst als Zweiter. Habt ihr den Raventier eigentlich schon irgendwo? Ja, das wollte ich jetzt gerade fragen. Hier unser Partyleader, lad doch mal den Raventier ein. Oder beziehungsweise Raventier. Was du jetzt mal am besten machen kannst. Dich im Chat vorstellen erst. Ja, nee. Du solltest jetzt mal ganz kurz an den. Warte mal, das muss ich jetzt mal eben. Ich schicke dir das mal eben kurz hier in den Chat und an den schickst du mal bitte eine Gruppenanfrage im Spiel. Ich hoffe, du bist schon im Spiel. Okay. Typ. Ja, den haben wir nämlich jetzt hier nicht. Wo habe ich denn das hier hingeschrieben? Na, ich habe das schon. Ich poste das jetzt mal ganz kurz hier in unseren Twitch-Chat rein. Und an diesen guten hier schickst du mal bitte eine Party-Invite. Oder eine Anfrage zur Party. Genau. Ne, Raventier? Und dann gucken wir mal, wenn du hier reinjoinst. Und während wir warten auf dich hier, dass du reinjoinst,
Kann doch jeder mal ganz kurz erzählen, wie sehr er die Hosen voll hat, jetzt in den Dungeon zu gehen. Ich fange nicht an. Ich glaube, die haben alle keine Angst. Aber habt ihr Angst davor, vor eurer Aufgabe? Also das weiß ja die Community jetzt noch nicht, die dazugekommen sind. Ich fühle mich dort sowas der Aufgabe nicht gewachsen, kann ich dir jetzt schon sagen. Ne, du musst ja auch nicht erzählen heute. Ich muss auch nichts machen, das ist auch cool. Ich laufe einfach nur mit. Ich gucke einfach. Healer wird sowieso völlig überbewertet, wissen wir ja. So. Nein. Nämlich, die ganzen Leute in der Gruppe, die auch so schön im Skype sind, sind ja nicht umsonst im Skype, die sollen euch ja nicht nur die Ohren zujammern, wie schlecht doch der Norman heilt. Genau. Die sollen etwas über die Instanz erzählen und sollen diese Instanz euch auch vorstellen. So sieht's aus. So sieht's aus. Weil wir möchten nämlich mal, dass die Instanz aus der Perspektive eines Spielers erzählt wird, nicht aus der Perspektive von uns. Und wir sind gespannt, wie ihr die Instanz wahrnehmt. Und die Community wahrscheinlich auch. So, haben wir denn schon eine Anfrage von dem Raventier? Nein, also ich habe noch nichts bekommen. Das ist verdammt schade. Ja, die Nadine, weil ich das hier gerade lese, die Nadine, die ist immer noch Schuhe kaufen, wahrscheinlich auch verschollen beim Schuhe kaufen. Wir haben jetzt ein Search and Rescue Team losgeschickt und rechnen vermutlich mit ihr am nächsten Montag wieder. Ja. Tja. Ich würde sagen, wir warten jetzt mal noch so ungefähr eine Minute und wie sieht das aus? Haben wir noch den Alternativen zur Hand? Der war kurz da, aber der hatte wieder leider weg müssen, also sah auch gerade schlecht aus. Aber ich könnte mal kurz nochmal nachfragen. Ja, bitte. TS, weil die müssten eigentlich auch jetzt mittlerweile schon fertig sein, wenn ich mich nicht täusche. So, ja. Moment. Hier kam übrigens auch gerade nochmal die wunderschöne Frage in dem Chat. Was ist eigentlich mit den anderen Servern? So Mindflayer und... Was ist mit den anderen Servern? Na, die würden gerne auch sowas machen. Es gibt doch andere Server. Es gibt keine anderen. Es gibt keine anderen Server. Andere Server sind völlig überbewertet. Natürlich gibt es andere Server, Mensch. Verdammt. Nee, also wir haben uns das jetzt so überlegt. Wir wollten natürlich erst einmal schauen, wie das überhaupt läuft. Und wenn das jetzt witzig läuft, dann würden wir das dann so machen, dass wir in Zukunft die nächsten Runden auf dem Preview-Server spielen würden. Und da ist dann für jeden der Zugang da. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war zu faul. Mein Char ist zwar da, aber der ist da mittlerweile schon seit ein paar Monaten. Und der ist überhaupt nicht up-to-date, den müsste ich erstmal wieder umstellen und das müsste ich dann erstmal anpacken. Das war mir jetzt zeitlich zu knapp und wir wollten erstmal schauen. Aber wenn das gut läuft und wenn ihr Spaß habt und das nochmal sehen wollt, was wir heute veranstalten, dann ab sofort auf den Preview-Server. Und da ist dann für jeden. Merkst du überhaupt, dass du angetanzt bist? Ja, ich weiß nicht, wer das hier ist. Doors of Perception, Cyanid. Ah, Doors of Perception, das war eine von denen, das war letzte Woche, ja, ja. Genau. Ah, ja. Apropos Gilden-Spotlights. Es ist vielleicht auch manchen heute schon aufgefallen, dass heute kein Gilden-Spotlight online ging. Wahrscheinlich ist es den meisten nicht aufgefallen. Warum eigentlich? Ich weiß es nicht. Warum nicht? Ja, ich denke mir mal, das war so, wenn ich die Maria richtig verstanden habe, dann hat die mit Kontakt aufgenommen mit einer Gilde, richtig, deren Namen wir jetzt hier nicht nennen wollen, um Scham und Schande zu vermeiden. Und die guten Leute hatten sich leider nicht nochmal gemeldet. Wir hoffen damit, dass sie sich morgen melden und dass wir es morgen nachschieben können und nachreichen können. Ansonsten... Wäre es eine vertane Chance. Sonst wäre es eine vertane Chance. Das Gilden-Spotlight lebt und fällt natürlich mit euch. Und ja. What more to also, say? Also, Raventier funktioniert nicht. Er hat anscheinend nochmal geschrieben, dass er auf Dragon ist. Aha. Okay. Aber gut, dann wird es wahrscheinlich nichts. Mir ist auch gerade ziemlich schlecht, weil die alle gerade Castle Level machen. Gut, pass auf, dann machen wir jetzt was ganz Cleveres. Und zwar, der Erste hier, der aus dem Chat, aus dem Twitch-Chat, jetzt den Invite schickt zur Partyannahme, der ist dabei. Mir ist völlig egal, was. Bitte lass es ein Tank sein. Bitte ein Tank. Bitte ein Tank. Noch so ein Schurken oder noch so ein Magier? Nein, nicht noch bitte einen. Nicht noch bitte einen Schurken und nicht noch einen Magier. Vielleicht ein Tank. Ein Heiler. Ein Tank wäre cool. Ja, ein Heiler wäre auch cool. Ja, haben wir eigentlich mal einen Heiler. Da haben wir gar keinen Heiler hier. Zumindest hätte mal einer dabei geheilen kann. Eieieiei. Tja. Vielleicht sollten wir auch nochmal erwähnen, es geht um den Beholder-Server, genau, auf dem ihr gerade seid. Wir sind hier auf Beholder. Also, wer auf Beholder spielt und jetzt mit uns hier Karundax den Arsch vollhauen will, der bitte nochmal, ich kann das nochmal ganz kurz hier in den Twitch-Channel reinkleben. Bang. Bitte mal dorthin das einfach eingeben, O drücken, dann unter Personensuche und dort bitte Gruppeninvite erbitten.
Aufpassen, der Kingsrow mit 3 R wird sehr, sehr gern gewechselt. Ja, am besten copy-pasten, da kann eigentlich fast nichts schalten. Ja, Ray J, was ist mit meinem Char? Der ist noch zu klein für sowas. Hier sagt doch gerade Amisal oder Amisail, keine Ahnung, wie man es richtig ausspricht, dass du mir am 1.8. eine PN geschickt hast im Forum, wegen einem Problem. Ich glaube, da geht es um den Forumnamen ändern. Aber die solltest du nicht mir schicken, die solltest du eigentlich der Caroline schicken. Weil sie ist ja Community Managerin von Neverwinter. Ich bin ja quasi nur Deko. Nein, schick's mal bitte der Janira im Forum und da gucken wir morgen mal, dass wir das gebacken kriegen. Genau, müssen wir es mal reinsetzen. Genau. Aber mir ist auch sowieso die Woche aufgefallen. Ist euch das auch schon aufgefallen? Wir haben ein paar Forenänderungen vorgenommen. Haben wir das? Ja. Verdammt. Und zwar hat der Chartilifex, unser Sebastian, ja eine wunderschöne Umfrage gemacht im Forum, was ihr gerne geändert haben möchtet. Und die ersten Änderungen wurden sogar schon umgesetzt. Da hört. Was haben wir denn alles geändert? Zum Beispiel haben wir jetzt Unterforum im Gildenfenster drinne. Da ist jetzt Gilde sucht und Spieler sucht Gilde, ja. Letztendlich, ne? Da sind auch schon die ersten Gilden drin, also ich habe mich echt gefreut, dass das auch gleich angenommen worden ist. Das ist... Da ein Handelszentrum, nach dem Motto, ich suche, ich biete und Preisvergleich, also sind schon ein paar schöne Sachen dazugekommen. Okay. Ja. Na gut, weil ich jetzt gerade auch nochmal lese, Caro hat auch 2 PMs bekommen und nichts passiert, das gibt's da gar nicht. Caro kriegt nachher erst einmal einen strengen Verweis und wir gucken mal morgen, dass wir deinen Account gebacken kriegen. Weil Pyron dir, der sagte gerade, ob es mal irgendwann übergreifende Bankfächer gibt. Ich kann euch jetzt mal ein bisschen was leaken. Ja, die wird es geben. Wird schon dran gearbeitet, an den Dingern. Da bin ich jetzt einfach mal kackendreist und sage euch das einfach. Weil, das ist halt ein Feature, was ihr euch lange wünscht und ja, das wird kommen. Definitiv. Aber nicht weitersagen, das hat euch nicht der Norman gesagt. Aber genau, aber nicht weitersagen. Nicht weitersagen. Nicht, dass ihr das irgendwo erzählt. Genau. ja, ich weiß ja nicht, was ist denn hier mit der oder dem Cyanid? Ich meine, es ist zwar auch wahrscheinlich nur ein Schurke wieder, aber will der nicht oder die nicht mit? Wir brauchen... Ist der überhaupt noch da? Ja. Ja, ich kann es jetzt einfach nicht fassen. Irgendwie kriegen wir hier keinen... Das kann ja gar nicht sein. Was wir jetzt machen ist... Random anmelden. Genau, wir machen jetzt einfach, wir melden uns jetzt einfach an und hoffen, dass irgendjemand hier reinkommt mit in die Party, der... MacApple, stimmt es, dass ein Neverwinter-Spot im TV läuft? Keine Ahnung, stimmt das? Ich habe noch keinen gesehen, aber ich bin hier auch wahrscheinlich in den Niederlanden. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das hier... Nicht da, also ich wüsste nicht, dass irgendwo jetzt hier ein Neverwinter-Spot läuft, aber... Man weiß es nicht. Du kannst ja gerne uns das mal mit aufnehmen. Na gut, ich würde sagen, wir haben jetzt jemanden. Wir haben unseren 5. Ja. Unglaublich. Ich würde sagen, Leute, gebt Gas. Es ist jetzt verdammt nochmal 18. Auf go, geht's. Go, go. Was habt ihr jetzt dazu bekommen? Den epischen oder den normalen? Naja. Episch. Ihr kriegt das hin. Oh. Wenn ihr schon die Hose voll habt, dann vollständig, oder? Okay, bring it on. Bring it on. Ich befinde mich in der Warteliste für die Höhlen von Karundax. Sehr gut. Glückwunsch. Oh shit. Schau mal da. Oh, jetzt ist lustig. Oh mein Gott. Jeder angenommen. Wow. Ja, das ist der Vorteil. Ihr habt ja übrigens gerade wieder ein fantastisches Feature gesehen von Neverwinter, nennt sich Pre-Made Groups. Funktioniert immer. Da kommt man zumindest erstmal in den Dungeon rein. sorry, ich nehme jetzt hier mit meinem Privatchat keine Freundesanfragen an, weil, das lassen wir mal lieber. Muss nicht sein. Mhm. Okay. Aber danke. Hier steht Lassie Bier, Ström, wie auch immer. Norman, ändere deine Skills mal. Nein. Die sind genauso richtig, wie sie sein müssen. Das werdet ihr gleich sehen, warum das so ist. Das passt schon. Lasse Bierström. Ach, Lasse Bierström, da war ja was, genau. Ja. Der Name hat mir schon gefallen, wo er mir den PM geschickt hatte. Gut, okay, ich würde sagen, gib's an. Und der Sebastian, der ist jetzt hier unser Dungeon-Mutti heute. Ne? Und der erzählt uns jetzt hier so ein bisschen was zur Geschichte von Karundax. Sebastian, erzähl doch mal, wie war das damals, 45, als Trümmerfrau? Ja. Ich kann euch da nichts dazu erzählen, weil ich ja, wie gesagt, eigentlich ein PvP-Spieler bin und das erste Mal, glaube ich, auf die Drille bin. Oh ne, oder? Yeah. Need another player. Was haben wir hier noch? Kick.
Während ihr euch ausmacht, wer das alles hier moderiert, hier war noch eine wunderschöne Frage. Wurde der Bug behoben, dass man nicht gesehen hat, wie viele Astraldiamanten man zum Verwerten bekommt? Da haben wir gerade heute nochmal eine lustige Antwort. Nee, gestern Abend haben wir die gekriegt. Gestern Abend haben wir sie bekommen, genau. Wir fangen jetzt einfach mal an. Ihr lasst euch nicht von Karos Gequackel abhalten. Wir konzentrieren uns voll auf den Dungeon und bieten den Leuten eine Show. Und Caro erzählt hier mit den Leuten. Ich darf hier einfach erzählen. Du erzählst ja, einfach ich darf einfach euch zwischenquatschen. Ja, das finde ich toll als Frau. Go, go. Gut. Mikro-Lautstärke höher stellen. Mikrofon-Spieler lautstellen. Matos 2K. Ich denke nicht. Nicht? Nein. Gut. Ich denke, das lassen wir mal einfach. Voll dagegen. So, wird es eine Möglichkeit geben, Astraldiamanten in der Gildenbank abzulegen, um für weitere Gildendepots zu sammeln? Das würde letztendlich voraussetzen, dass da ein Gildenbankfach ist. Ich versuche gerade hier zu... Warte mal, wie muss ich jetzt mal hier raus? Ja, ich... keine Ahnung, beantworte du mal die Frage. Ich kann sie nicht beantworten. Ich kann sie auch nicht beantworten, weil ich muss ehrlich sagen, bisher habe ich davon leider noch nichts gelesen, aber... Wünschen kann man sich immer, sag ich mal. Und ich denke mal, wenn so etwas vielleicht öfter passiert oder so, landet das sicher auch mal in der Feedbackliste und dann. Frag mal, starte doch einfach mal so eine Umfrage im Forum, wie viele Leute sich das wünschen würden und dann schauen wir mal weiter. Also ich bin erstmal sehr froh und sehr stolz auf meine Party hier. Wir haben die ersten Trash-Mobs überlebt. Yay, Erfolg. Erfolg. Gerade so. Ich meine, Sebastian war schon fast tot, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es genau gesehen. Aber du bist ja da und rettest ihm das Leben. Oder? Naja, ich... Oh, shit. Hier vorsichtig pullen, ne? Danke. Oh, yeah. MacApple, worauf setzt du 189 Euro? Das würde mich jetzt interessieren. Ja, wir werden es gleich erfahren. Es bleibt spannend. Ich würde sagen, ich stehe mal hier völlig... Aber genau, ich habe jetzt gerade sowas von schlecht gestanden. So. Siehst du, Sebastian ist... Weiter, ich saß noch, kann nicht. Ich bin ja da. Siren X, immer diese AFK-Heller, die nebenbei streamen. Hust. Ja, ich versuche hier nur ein bisschen zum Gruppenentertainment beizutragen. Also, ist das nicht, warte mal. Da. Doch, Pyrandir, Umfragen sind ganz toll, weil da kann man nachweisen, anhand des Forums, indem man den Link weitersendet, dass da Interesse drin besteht und nicht nur durch Hören und Sagen. So ist das. Ist immer besser, wenn man das nachvollziehen kann. Das gilt auch so für diese ganzen Bug-Reports oder so. Screenshots oder irgendwelches Videomaterial ist viel anschaulicher als Text. Also ganz ehrlich hier, irgendwie werden das immer mehr statt immer weniger. Ich vermisse so ein bisschen das Kommentieren von dem, was passiert. Ja, das ist ja, die sind alle hochkonzentriert und ich auch. Ich versuche zu überleben. Das ist schwierig, zu quatschen und gleichzeitig zu gucken, dass man dann nicht rausgeht. Ja, das ist das Problem, weil wir haben nämlich hier keinen Tank. Vor allen Dingen, wenn man darauf warten muss, dass der Norm hier crittet. Ja, vor allen Dingen, ne? Also ganz ehrlich, ich kritte mir hier einen ab, du. Ich weiß gar nicht, was ich noch kritten sollte. Also wenn ich noch mehr kritte, dann, so, warte mal, ein bisschen Luft verschaffen hier. Das Rote ist übrigens nicht gefährlicher Zahnbelag, sondern ein grob Boden-AOE. Für die, die jetzt noch nicht so lange bei Neverwinter dabei sind. Bitte da bitte nicht reintreten, das könnte schmerzhafte Verbrennungen. Hier haben wir noch den Drikorich. Dass Norman die Ketten mit dabei hat, verstehe ich immer noch nicht. Ja, das ist mit den Ketten, hat so seine Bewandtnis. Das ist so ein Klassiker aus den Close-Beta-Zeiten. Und zwar hatten die da so eine geile Animation, das war so eine Bondage-Animation. Ich hoffe immer noch, mit jedem Run, dass ich den mal wieder kriege. Aber, naja, es wird wahrscheinlich nichts. Ihr könnt ja mal erzählen, was ich denn eurer Meinung nach dann jetzt besser da reinpacken sollte anstelle der Fesselung. Ja, lasst mich das mal wissen, während ich hier die Gegner messe. So, dann haben wir hier von Friedland zu den Tavernengeschichten eine Frage. Und zwar, wer entscheidet, wer gewinnt? Und habt ihr die vorhandenen Geschichten eigentlich schon gelesen? Ich muss ehrlich sagen, ich habe sie gelesen und ich fand sie echt verdammt gut. Also bei manchen muss ich ehrlich sagen, Hut ab. Ich würde auch gern so schreiben können. Vor allem wurden da auch sogar Gronkh und Co. erwähnt, ne? Ich weiß es nicht. Ich hab nicht alle lesen können bisher. Also, ja, wie wird das abgestimmt und so weiter? Ich würde das gerne in einer Umfrage am Ende machen. Diese ist natürlich auf 10 Teilnehmer beschränkt, aber bisher sind noch nicht mal so viele eingegangen. Also wird das Ganze sich, denke ich mal, über die Umfrage im Forum dann schön entscheiden. Mhm. Okay.
Haben wir denn jetzt schon, ach so, Heal Skills. Ach, nur Heal Skills? Nee, ich bin ja schon nett. Ich habe ja nicht mal die, ich habe ja nicht mal die Licht, Ich wollte ja eigentlich, wollte ich ja noch Dings reinpacken hier. Überwältigendes Licht, aber das wäre wahrscheinlich ein bisschen zu krass. Vielleicht packe ich mal lieber Schmiedeflamme rein, die ist ganz nice. Das ist ein hübscher Heal drauf und macht noch ein bisschen Damage. So. Und denkt dran, schön aufpassen. Wir haben heute ja noch eine Frage für euch am Ende. Genau. Also, ja. Ne? Okay. Ah, bis jetzt lebt noch alles, das ist prima. Die Leute sind noch nicht verendet. Also, Norman macht einen guten Job bisher. Ich zumindest bin ich noch nicht gestorben. Das ist... Das ist schon mal ein sehr guter Start für heute. Kommt es eigentlich nicht eher darauf an, dass dir eine Gruppe nicht stirbt? Nein, im Dungeons and Dragons und in der Liebe ist jeder selbst der Nächste. Ah ja. Oder wie war das? Nein? Was ich vorhin noch gelesen habe von Ray J.K. ist, er ist froh, dass er nicht mit dabei ist in der Gruppe, weil ansonsten er wäre nur Plaudertasche. Da würdest du wahrscheinlich gar nicht zu Wort kommen. Oh, na wenigstens einer, der mal redet hier, ey. Die sind immer alle so wortkarg. Denk mal immer, die Leute sind taubstumm. Was macht ihr denn eigentlich? So, hier zu überleben, ey. Zu überleben? Völlig überbewertetes Überleben. Wir haben hier so einen komischen Healer, der macht irgendwie gar nichts. Der macht gar nichts? Der macht gar nichts? Soll ich dir was zeigen? Hier, ich mache jetzt mal ganz kurz mein Fenster auf, ne, unter X und guck mal bitte schön, wer da jetzt gleich steht bei Heal, ne? Hm? Ja. Das ist für mich meine Begleiterin. Ja. Das soll ich doch schon noch mit Port sein. Guck mal hier, der Ryo, das ist der Tank. Alter, was seid denn ihr für ein Nappel? Der Tank, der hat den meisten Schaden gemacht bisher. Wie kann das sein? Junge, Junge, Junge. Aber erzähl mir was, ich kann nicht heilen. Yeah. Was denn, ist noch nicht mein Job zu heilen. Nee, aber ihr seid die DPSler. Ihr solltet den Tank eigentlich hier locker weckig, flockig wegbashen. Wir haben mal unterschiedliche Anzeigen. Ja, oh. Nicht ja, nein! Verdammt! Siehst du, und das ist passiert, wenn man sich halt auf die Gespräche konzentriert, dann fällt man direkt in Dreck. Ich gehe mal ganz kurz hier mal an die Seite. Haha. Psst. Schön. Jetzt alle mal. Schön, lachen. Schön. Nein. Warte mal, das können wir dann ganz anders machen. Hep. Und da sind wir auch schon wieder. Verdammt, da war ich jetzt etwas zu langsam. Okay. So, ich glaube, die Leute freuen sich gerade. Ja. Gut so. Norman, man sieht deinen Charnamen. Ja, das ist doch prima so. Ich meine, wir spielen ja hier auch mit den Leuten zusammen. Ich werde euch alle ignorieren einfach in Zukunft. So ist das. Guck das hier. Ist das Los eines. Das ist das Los. Man hat halt kein Privatleben mehr. Aber weißt du, ganz ehrlich. Es ist wie so ein kleiner Superstar, oder? So mit den ganzen Groupies. Ja, aber ein ganz kleiner. Und Groupies habe ich bestimmt nicht. Außer diese zwei Leute, die mir ständig PMs schreiben. Aber ich glaube, das sind Zeugen Jehovas. So. Imbahila tot. Ne, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gerne gestorben für die Gruppe. Damit sie leben konnte, habe ich gerne mein Leben gegeben. Wie ein echter Heiler. Ne? Ein echter Held. Also wenn das mal nicht die richtige Einstellung ist. Siehst du, da haben wir es wieder. Es kann sich auch nur um Stunden handeln, bis ich wieder da bin. Verdammt, wieso ist das so weit? Das nächste Mal wird nicht mehr gestorben, bevor ich das nächste Lagerfeuer erreicht ist. Habe ich jetzt gerade mal so beschlossen. Habt ihr noch was da gelassen? Ja, das sieht doch gut aus. Ja, die sind doch alle locker flockig noch am Kämpfen. Ah, genau. Da hättet ihr auch mal sagen können. Da geht doch noch was. So, zack, einmal nochmal Heal drauf. Normalerweise sollten sich die Off-Tanks opfern, um den Heiler zu retten. Ja, normalerweise. Aber hier ist alles ein bisschen spezieller, wie ihr das bestimmt schon gemerkt habt. Und hier liegen auch wieder eine Menge AOEs mitten, wo ich stehe. Hier haben wir noch jemanden. Fnunu. Findet ihr das nicht schwachsinnig, dass die lila Drops gebunden werden? Es nimmt echt den Farmspaß, finde ich. Was meint ihr? Ja. Och. Ist das eigentlich eher so eine persönliche Meinung, ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe da jetzt von vielen Leuten viele Meinungen gehört. Also da waren einige, die dabei gesagt haben, ja, das finde ich absolut kacke. Und andere gesagt haben, ja, ne, das sollte eigentlich auch so sein. Ne? Ich finde das eigentlich, um ehrlich zu sein, gut wieder. Ja. Weil gerade so dieses Rumgefarme, Abgefarme, das hat eigentlich immer viel Stress verursacht, muss ich ehrlich sagen. Ja, das Problem war halt an der ganzen Sache, dass die meisten dann halt auch 10-mal für ihren Twink in der Ini gewürfelt haben. Und jetzt, wo das nicht mehr tradebar ist, ist das alles ein bisschen den ersten Twink und den zweiten Twink und den dritten. Ja, das war ja noch das andere System, dass man dann halt irgendwo das klassengebunden gemacht hat. Aber auf der anderen Seite muss ich auch ehrlich sagen, ich finde das nicht so schlimm. Ich finde es gut. Ja, also, aber das ist meine persönliche Meinung. Aber es wurde ja auch nach unserer persönlichen Meinung gefragt, von daher ist das ja in Ordnung. So sieht's aus. So, wisst ihr, was das neue Reittier für eine Stufe ist, dass man bei 3000 Zen Aufladung bekommt?
So, hopp. Warte mal, ich muss jetzt erstmal hier sorgen, ja, dass ich nicht sterbe und dass die anderen auch nicht sterben. Ja, der Norman muss erstmal aufpassen. Der Norman muss erstmal aufpassen. Ja, also was, ich habe mit dem Reittier irgendwas war? Ja, ob das, ne, welche Stufe das hat, dass man für 3000 Zen Aufladung bekommt. Welches Reittier meinst du denn? Wahrscheinlich von den Charge Rewards. Meinst du das? Das kann sein. Was wir jetzt, war das heute ja, ne? Wo wir das den Block bloß war haben? Heute, ja. Genau. Das war sogar vorher. Lass uns da mal ganz kurz wissen, ob es das ist, was du meinst. Ist das die Aufladebelohnung, die du meinst? Feenwolf schreibt da ganz groß. Ja, das ist doch der, das ist die Aufladebelohnung. Ja. Das steht auch im Block, oder nicht? Steht da nicht drin, dass das ein legendäres ist? Ich glaube, das steht da nicht drin. Nee. Ich meine, es ist ein legendäres. Ganz ehrlich. Und ich bin mir jetzt nicht sicher bei dem Companion, aber... Das kriegen wir doch ganz schnell raus. Schauen wir einfach mal auf unsere Newsseite. Okay, also hast du überlebt? Hat deine Gruppe überlebt? Ich hab's überlebt, ja. Und die Gruppe hat auch irgendwie überlebt. Warte mal, ich muss mal ich ganz... Ich bin stolz auf euch, Jungs. Ich muss mir mal ganz kurz hier... Was mich gleich zu der nächsten Sache bringt, warum ist eigentlich kein Mädchen in der Gruppe gelandet? Weil du immer noch nicht deinen Char auch gelevelt hast. Nee, wir sitzen ja bestimmt nicht beide und haben ja. Da nur drei... Nee, du hättest dann gespielt. Ich hätte gelacht. Du hättest gelacht? Ja. So war das. So wird man hier gemobbt. Das war die Idee. Nein, hier steht nichts darüber, welche Stufe der hat, aber ich muss euch auch ehrlich enttäuschen, ich habe mir den auch noch nicht angeschaut. So viel Zeit hatte ich nicht. Hier haben wir doch jemanden, Drehkorich. Er ist legendär, hat aber nur 80% Geschwindigkeit im Tooltip. Na, da hat er schon einer fleißig gecached. Götter. Sehr schön. So, was haben wir denn hier noch? Ich nehme jetzt. Ray JK, Karo ist ein guter Heiler. Das muss ein Ex-Forsaken World-Spieler sein, der wahrscheinlich dich einfach nur gut leiden kann. Weil woher sollte er sonst wissen, dass du ein guter Heiler bist? Du hast ja in dem Spiel ja noch nie einen Heiler gespielt auf der Stufe. Danke. Die Realität. Tja, nichts ist härter als die Realität. So. Was, wenn ich mal groß bin? Wenn du mal groß bist, dann sterben wir alle hier an der ersten Trash-Mob-Gruppe. Ich glaube, das wird dann Zeit für eine Show, wo wir das Gegenteil beweisen. Na, ich glaube, das wird jetzt auch. Das, ich wollte gerade sagen, ich glaub, das Challenge accepted. Ich habe eine Frage zum Aufwerten der Begleiter von Siren X. Findet ihr nicht, dass die Preise übertrieben sind? Auf Level 40 kann ich mir niemals eine Aufwertung von 300.000 leisten. Ja. Oder gibt es einen Trick? Ganz ehrlich. Das ist auch nichts, was man auf Level 40 macht. Das ist echt Endgame-Sache. Und wenn du Level 60 bist, dann hast du, wenn du regelmäßig in die Dungeon gehst, eigentlich genug Chancen an Gear zu bekommen und das halt im Auktionshaus zu vertickern. Und ja, Sebastian liegt hier schon wieder tot im Dreck, das finde ich echt klasse. Das ist echt. Ich versuche dich aufzuheben, aber okay. So, komm mal her. Okay. Er stirbt wieder. Autsch. So. Oh, der hat aber jetzt reingeboxt hier, du, mein lieber Scholli. Und da kommt gleich die nächste Aue hinterher. What the hell? So, jetzt aber. Ich versuche jetzt erst einmal wieder zu überleben hier ganz kurz. Ja, ja. Ich denke mal, die schauen euch alle auch verdammt gespannt zu, weil die Fragen, die halten sich halt auch ein bisschen in Grenzen. Ja. Ich glaube, die Leute, die sind einfach, die halten sich jetzt gerade bloß vor Lachen den Bauch, das alles. Deswegen sind sie so still. Ich schließe einen halben Schritten ab, wann das nächste Mal stirbt, vielleicht. Alter, Falter, das gibt's doch gar nicht. Werden wenigstens in Zukunft Siege kommen im Zen-Markt, damit man die Sachen binden kann? Das wäre echt super. Letzte Frage von Fnunu. Binden kann? Ich verstehe jetzt nicht ganz genau, was er meint. Ich glaube, der möchte einfach ungebundene Sachen binden. Ich weiß nicht, ob er die dann stapeln möchte vielleicht. Oder aber was soll er denn da jetzt... Ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Ich denke es eher umgekehrt. Ich frage ja. Schon mal auf... Zum Anbinden. Damit man es entbinden kann. Ja, das würde mehr Sinn machen. Und die Antwort darauf ist, glaube ich... Da stand binden. Ja. Da steht eindeutig binden. Nee, also binden macht ja null... Nein! Ja, Siren, deine Frage wurde eigentlich beantwortet. Upsa. Ich schaue jetzt auch nochmal, wie dies war. Ach, wo sind denn die ganzen... Warum sind... Also die... Oh. Nein, das ist eine Sache fürs Endgame, lieber Siren, auch wenn du jetzt gerade nicht aufgepasst hattest. Und der Norman ist gerade gestorben. Ja, weil hier einfach zu viele von den Großen standen. Ja, das hat auch schon einer geschrieben, es kommen gleich die drei Riesen. Hätte ich dich warnen sollen. Ja, das wäre eine hilfreiche Information gewesen, die du mir jetzt so zuspielen können. Und dann hätte... Moment.
Das wäre zu einfach gewesen. Ja, ich versuche jetzt mal nach hinten irgendwas zu retten, aber ich glaube, das hat sich gerade erledigt. Also, wie gesagt, Siren X nochmal, das, was Norman dir auch erst erzählt hat, es ist eher eine Sache fürs Endgame und eigentlich, wenn du oft genug die Dungeons rennst und dein Gear zusammenfarmst, es im Auktionshaus verkaufst und so weiter, dann kommt das alles dann auch zusammen und da kannst du auch deinen Begleiter aufwerten. Ich finde eigentlich auch gut, dass die Preise etwas höher sind, je höher man kommt, weil man soll ja nicht alles gleich am Anfang von dem Spiel haben. Also jetzt gerade, ich meine, wie lange ist jetzt raus? Das Ding ist halt einfach, es ist auch ein Teil von der Langzeitmotivation. Ne? Also es macht halt einen Teil der Langzeitmotivation aus. Und wenn man ganz ehrlich ist, für den Endgame-Player, sind klar, sind 300.000 Astraldiamanten auch nichts, was du mal so eben aus der Tasche schüttelst. Aber ich habe Gear im Auktionshaus gesehen, was in die paar Millionen Astro-Diamonds kostet. Und ich denke mal, da ist das absolut gerechtfertigt. Wobei ich jetzt nicht sagen will, bitte nicht falsch verstehen, dass die Preise im Auktionshaus nicht teilweise etwas lollig sind. Lollig? Ja. Fokussiert man einen Lahmaster. Was haben wir hier? Frage an Norman. Wie schmeckt der Boden der Instanz? War dort noch nicht und möchte wissen, welcher Wein dazu passt. Na, ich würde sagen, zu dem Dreck kann ich auf jeden Fall nur einen trockenen Weißwein empfehlen. Also der sollte auch gut gekühlt sein, denn hier drin ist es scheiße heiß. Wenn man mal diesen Kraftausdruck kurz verzeihen mag. So, nächster, wer geht hier auf den Angerissenen schon? Drauf Fokus? Genau, der mich jetzt im Fokus hat. Autsch. Ich leg mal hier kurz was aus dem Boden aus. So, hüpp. Komm, drauf da. Ah, das sieht doch noch ganz gut aus. Kann ich hier nochmal einmal zünden? Autsch. Hat er mich jetzt wirklich im Carsten, hat er mich weggeschubst. Und für dich, Steve O'Core, ob es noch mal Event geben wird wie Geschenke der Tymora? Sicherlich. Die Leute von Cryptic schauen immer, dass wir richtig gute Ingame-Events haben, wie siehe Midsommar-Event. Und ich finde, ich glaube auch, manche Sachen werden natürlich wiederkommen. Ja. Siehe Ingame-Kalender und so. Ich meine, wir feiern auch jedes Jahr Weihnachten. Ich weiß auch ganz bestimmt, dass wir ziemlich sicher das Orc Assault-Event nochmal bringen. So very soonish, sage ich mal. Genau, das Datum kann ich noch nicht sagen, aber kommt. Und das war auch eins von dem, wo viele gesagt haben, finde ich eigentlich recht witzig. So, ich leg mal ganz kurz hier einen Heilkreis, damit ihr nicht ganz da hinten so ohne steht. War nicht irgendwo mal was im Forum gestanden bezüglich dem Orc Assault, dass sie nach und nach alle Gefechte die Basis... ja, richtig, machte? Genau. Das ist halt, wie gesagt, ein Langzeitprojekt. Das ist jetzt nichts, wo wir sagen, das haben wir jetzt nächste Woche fertig. Das ist halt eher was. Momentan ist es so, Cryptic arbeitet an zwei großen Sachen aktuell. Eine große Sache ist halt das Fixing von den aktuellen Reports, von den Bug-Reports, was wir von euch bekommen. Das ist das eine große Ding. Und das zweite, wo das größere Team auch dran sitzt, das ist Module 2. Also sprich die nächste Expansion, die Ende des Jahres kommen wird. So, was haben wir hier noch? Lasse Bierström erstmal hat noch ein Kompliment an euren Tank, der ist sehr gut. Ja, der macht seine Arbeit hier richtig klasse. Muss man ja auch mal erwähnen. Man muss es auch mal sehen. Was schöner wäre, wenn wir ein bisschen fokussen würden auf diesen einen Lavameister, der schon fast runter ist. Das liegt aber teilweise auch an der Spielmechanik. Wenn die eng beieinander stehen, ja. Ist das Fokussieren ein bisschen Glückssache. Ja, da hast du recht. Aber das für die Midi-Klassen ist es auf jeden Fall nicht so ganz ohne. Für die Range-Klassen, naja, da haben wir heute nicht so viel dabei. Captain Baloo, hast du nicht aufgepasst? Es gibt ein Oktoberfest-Event. Ja. Wir haben nicht umsonst die Tavernengeschichten, wo es um Bier geht, um Prügelei, um... Na? Auch mal sowas annehmen. Ja, also wie gesagt, ein Event ist nicht immer nur Ingame oder so. Das ist halt auch was mit der Community mit zusammen gemacht wird. Und dann schauen wir mal, was das so... Ja, das ist es ja. Das wäre auch sehr einseitig, wenn es immer nur in Game wäre. Right. So, oh, warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz hier fix meine Skills mal umbauen. Und zwar, ich packe mir jetzt einfach mal den großen Heal hier rein. Und Fnunu, nein. Oh, glauben wir nicht, dass Siegel geben wird, mit denen du deine Sachen dann auf einmal entbinden kannst. Es gibt ja Gründe dafür, dass sie gebunden sind. Und ich denke mal. Gut. Na? Ne, die Chancen, dass irgendwas entbunden wird, die sind gegen arktisch null. Eben. Okay. Darf es in den Tavernengeschichten auch um Baguette gehen oder disqualifiziert sich die Geschichte dann, weil Thema nicht zu Neverwinter passend? Naja, es sollte schon ein bisschen, wie sagt man das, zum Topic passen. Es sollte nicht komplett off-topic sein.
wenn dein Baguette in einer Taverne aufgetischt wird und dazu Bier gereicht wird, ja, also hast du dein Baguette dabei. Hast aber auch das Bier dabei. Oder den Met. Gut. Oder. Na? Okay, dann los geht's. So. Drehkorig. Ob sie wohl auf dem Weg zum zweiten Boss die Abkürzung nehmen? Nein. Solche bösen Sachen machen wir nicht. Bös. Was für eine Abkürzung? Siehst du? Das ist die richtige Einstellung. Nee, so eine ernst gemeinte Frage. Ja, das, gut, ich hab dir versucht, eine Brücke zu bauen. Du musst es nicht ignorieren. Ach so. Hey. Piri, das ist vielleicht auch eine Idee für deine Geschichte. Ein Franzose, der in eine Neverwinter-Taverne reingeht. Oh je. Bitte haltet zivil. Er kann ja verzweifelt nach Baguette fragen und jedes Mal ein Bier vorgestellt bekommen. Es ist schade, dass der Repel hier nicht so funktioniert, wie ich mir das, wie ich mir das wünschen würde. Autsch. Das ist echt ein bisschen bitter. Haben wir ja irgendwie gesundheitstechnisch Probleme bei jemandem? Nee, ne? Die sind alle noch... Naja, außer Sebastian, der ein bisschen schwachbrüstig wie immer, aber... Das passt. Hau wen anders, fettes Vieh. Nicht mich hauen. Ich bin der harmlose Heiler. Nein, ich möchte keine AOE, danke. Sehr gut, Piri. Ich freue mich, dass du die Challenge angenommen hast. Also ich glaube, ich tanke aktuell hier die Paraffinia, weil... Ah ne, jetzt nicht mehr. Gut. Und Tiana, Elensa, mag Norman etwa keine Franzosen? Doch. Doch, doch. Wir arbeiten ja zusammen. Wir arbeiten sogar mit denen. Wir haben sogar ganz viele hier. Die sind doch meistens recht handsam und in der Regel sollte man sie eigentlich nach Mitternacht nicht füttern, aber ab und zu machen wir das doch. Ansonsten, nee, ich meinte nur, es ist halt oft etwas... Es gibt ein paar Animositäten, sagen wir es mal so. Das wollen wir eigentlich nicht. So, aber ich glaube, wir haben es jetzt erfolgreich geschafft, die Trash-Gruppe irgendwie zusammenzulegen und auseinander zu pflücken und was auch immer. Und ja, dann kommt's. Ach, das sind immer noch die wieder nachgespawnt. Ja, es kommt noch einiges. Ich weiß gar nicht, wo ich hier zuerst hingucken soll. Einerseits muss ich den Chat beobachten, aber andererseits finde ich das ja auch spannend. Ja, ja, das ist schon. Das ist gemein. Ich will auch mal hier so in Ruhe zugucken können. So, du kannst ja den Stream im Nachgang in aller Gemütlichkeit reinziehen. Da ist genug Zeit für dich. So, ich versuche hier immer noch die immer mal das Astralsiegel drauf zu machen auf die, aber die sind so schnell immer weg. Christ, 20. Norman, vergiss nicht, dass du schon zweimal gestorben bist. Und? Ich glaube, die Leute versuchen nur aufzupassen. Ich glaube, die wollen einfach nur, dass ich sterbe. Ich glaube, das ist so eine Boshaftigkeit einfach da in den... Gar nicht hier. Lustig. Fall noch mal um. Lieg noch mal im Dreck. Aber ich versuche euch so lange wie möglich diesen Gefallen nicht zu tun. Amisael 83. Wie kann ich den Ritter der Feyworld meines Pakets im Forum aktivieren? Hä? Im Forum? Was willst du aktivieren? Den Titel meinst du? Oder was meint er jetzt damit? Ich habe keine Ahnung, was er jetzt gerade damit meint. Oder meint er das Paket an sich? Also das Paket an sich musst du nach dem Kauf gar nicht aktivieren. Du kriegst eine Bestätigungsmail, das ist drin. Da ist dann nochmal die Anweisung alles drin. Und dann ist das ist direkt. Du kannst das alles beim Belohnungsagenten in Protectors Enclave abholen. Ich glaube, das ist doch das, was die meisten Leute immer so ein bisschen vergessen, dass es da den Belohnungsagenten gibt. Naja, aber ich denke, das sollte eigentlich klar sein, weil es steht halt auch in der E-Mail drin. Aber es geht um den Titel, ja, sorry. Im Forum-Titel. Der Forum-Titel, der wird automatisch aktiviert, so wie du das Paket gekauft hast. Also du gehst dann, das kann ich hier jetzt nicht so ganz, Caro könnte das vielleicht machen, wenn du mal ins Forum gehst und dann mal unter, warte mal, ich muss mal hier den Tank eben kurz heilen. Mach ruhig. Wenn du jetzt ganz kurz ins Forum gehst und mal den, Nein! No! Verdammt, ich hab's geahnt, weil... Ach, da waren jetzt einfach zu viele rote Linien auf dem Boden. Das hat man aber auch gut gesehen. Da war jetzt einfach ein bisschen... Ja, da kam jetzt gerade nicht weg hier. Das hat, dumm gelaufen. Ich beeil mich mal eben. Du musst mal im Forum einloggen und dann musst du mal unter deinen Nutzer... Wie heißt das hier? User-CP? Da, dieses Nutzerzentrum gucken oder so. Geh einfach mal ins Forum rein. Da ist ein bisschen versteckt, gebe ich zu. So. Okay.
Er ist resettet? Oh Mann. No. Okay, dann kurz sammeln. Denke ich. Und dann. Ja, okay, dann können wir in der Zeit mal ganz kurz hier gucken. Gibst du mal ins Forum? Ich würde sagen, ich und Zero Master auf dem Boss und der Rest geht auf die Ads. Ja, das würde ich auch sagen. Ab im Forum, ja. So, und dann wenn du im Forum bist, dann musst du mal auf Kontrollzentrum klicken. Das ist da, genau. Und dann hast du an der linken Seite so ein Menü. Und wenn du im Menü auf Benutzergruppen klickst, dann kannst du dir das Ritter der Feywild bzw. den Titel dazu auswählen. Also nochmal Kontrollzentrum und dann an der linken Seite im Menü auf Benutzergruppen. Ich erkläre dir das auch jetzt nochmal. Im Forum findest du da wirklich Startseite, Kontrollzentrum, Suchen und dann neue Beiträge. Und da halt wirklich, ne? Das ist direkt unter dem kleinen Banner. So. Gut, sehr schön. Lasse Bierström hat einen Tipp für euch. Entweder den Boss Boss sein lassen und erst alle Ads killen oder alle burnen den Boss, ohne sich um Ads zu kümmern. Ja, aber die Ads spawnen nach. Hm. Bitteschön, Amisael. Hier gibt's was zum Essen. Was ist das denn? So, wenn wir soweit sind. Ihr leidet unter der Wiederbelebungsintoleranz. Ich fühle mich so intolerant. Du hast ja noch einen Sharon da Buff aufgebaut. Einen Midsommer-Buff, besser gesagt. Piri, aber man killt schneller, als dass sie spawnen. Dann haben wir hier noch Stevo-Core. Vielleicht, dass der Tank die Ads kaltet. Naja. Lasse Bierströmen, die spawnen aber erst ab einer bestimmten HP des Busses. Ich glaube, ihr seid leicht überstimmt. Oder du bist leicht überstimmt. Ich bin ja nicht der Tank, ich bin ja bloß der Healer. Also mir ist das Wurst, wir können das jetzt auch gerne mal versuchen, nach dem Motto Max DPS auf dem Boss und ignore die Ads. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber... Wir müssen ja Mage die ganze Zeit schubsen und so weiter. Ja. Und Fnunu, darüber haben wir vorhin schon gesprochen, ob wir die Aktion auch mit Mind Flayer machen. Wir gucken, wie das heute läuft und wenn das gut läuft... Da wird der Norman seinen Charakter noch mal ein bisschen updaten auf dem Preview-Server. Dann. Na gut, ich würde sagen, gehen wir es einfach mal an. Wie machen wir es jetzt? Eher auf den Boss oder Ads und Split? Machen wir lieber zuerst die Ads alle zusammen und den Boss nur an, weil der ist ja nur ein einziger. Genau. Weil die Ads bringen uns später dann nämlich um. Gut, also dann auf die Ads mit Gebrüll. Let's go. Lock and Loot. Das ist eine Strategie hier, also das mag ich so, ne? So eine richtig entscheidungsfreudige kleine Gruppe hier. Jeder hat sofort da seine Meinung. Das finde ich aber eigentlich in Neverwinter eben auch so gut, dass die Gruppen da wirklich. Da sind halt nur fünf drin. Ja, Da können nicht so viele reinquatschen, dann. Ah, du hast noch nie mit Randoms eine Party gemacht, nehme ich mal an, ne? Was glaubst du, wie lustig das sein kann, wenn fünf Leute, die miteinander nicht sprechen und miteinander nicht schreiben, zusammen in Dungeon gehen? Was glaubst du, dass man da einen Spaß haben kann? Du? Das fällt zum Kopf nicht Keine aus. Keine Ahnung, wenn ich Random war, da war ich meistens so groß wie die Instanz. Na, aber nicht in Neverwinter. So. Ich glaube, wir... So, jetzt mal die Ads, ne? Ja, jetzt mal Fokus auf die Ads, ganz genau. Bin schon da. Hier ist noch eine gute Frage. Bleibt der Stream eigentlich bis kurz nach 8 oder bis der Run zu Ende ist? Ja, wir gucken mal, wie wir jetzt kommen. Wir sind ja schon ein bisschen spät gestartet. Deswegen. Und wir schauen mal, was wir jetzt danach machen. Ein Aschejünger, der ist aber echt hartnäckig, der Buschierte. Ich muss mal mehr nach dem Cain Sparrow gucken, weil da sieht er ein bisschen angekratzt aus. Wo ist er denn, der Gute, da hinten? Ach, die sehen mich nicht, ist kein Problem. Ja, ich habe da mal einen Heal drauf geklatscht, so. Yay. Wann kommt Rello wieder? Freakland, die ist immer noch Schuhe kaufen. Die ist immer noch Schuhe kaufen und wir suchen sie schon ganz verzweifelt. Ja. Wir vermissen sie auch. Aber nur ein bisschen. Ich habe übrigens beschlossen, dass wir demnächst mal einen Girls-Only-Stream machen. Das heißt also hier Rello und Janira zusammen. Und ich sitze dann einfach zu Hause und trinke ein Bier und gucke dann mit euch zusammen zu. Und da können wir zusammen die Mädels anflamen. Finde ich eine richtig klasse Idee. Gefällt mir echt gut. Wann haben wir dich hier angeflamed?
Wir waren immer lieb zu dir. Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Wenn, solange der Stream an war, ja, aber wehe, wenn er aus war. Ihr habt ja gar keine Ahnung, was ich hier erdulden muss, was für ein schweres Los ich hier habe. Also, Amnesty International war schon hier. Das sagt, glaube ich, genug. Tja, so ist das. Jetzt geht's los. Sci-Tech, gute Idee, Norman. Ja, siehst du, Pyron dir, der ist auch meine Meinung. Der möchte dann das nächste Mal nämlich mitgehen und mal zeigen, dass er nicht nur erzählen kann, sondern auch was anpacken kann, ne, Pyron dir? Oder hast du dann wieder eine Ausrede, warum du nicht dabei sein kannst? Na, wir sind alle gespannt, was dann das nächste Mal rumkommt. Wird der Pyron dir dabei sein? Wird er die zwei Mädels retten? Und hat Nadine Schuhe gefunden? Wir werden es erfahren. So, gucken wir mal da hinten noch. Pyron dir, Leute, ich kann heilen. Ja, ja, famous last words. Ich kann heilen. Oh! Ich meine mich zu erinnern, dass ich mit dem Pyrandir schon mal einen Run hatte und oh mein Gott, hat der episch gefehlt. Also nicht der Pyrandir, sondern der Run. Aber ich glaube, damals lag es nicht am Heiler, ne, Pyrandir? Oder doch? Keine Ahnung. Mit was für Chau warst du da unterwegs? Ich glaube, ich war da auch mit dem Heiler unterwegs, weil ich weiß gar nicht mehr genau, wo. Und wenn ihr da verkackt habt, dann ihr zwei Heiler gehabt. Ich glaube, das war gar nicht während des. Nee, das war noch in der CBT. Und, das ist schon so lange her, das weiß ich echt nicht mehr. Ich will da jetzt auch nichts Falsches erzählen. Vielleicht weiß der Pyron dir noch, was du meinst. Pyron dir hat das bestimmt verdrängt. Oh, der hat es bestimmt irgendwo notiert. Moment, wo liegst du? Ich bin in der Lade unten gewesen. Oh, verdammt. Okay, dann hat sich die Frage, wo du liegst, gerade erledigt, denke ich mir mal. So. Ja, war schön, was zu kalt oben ist. Ja, also ich glaube hier, wem es hier noch zu kalt ist, der hat echt ein kleines Temperaturproblem. Komm her, ja. Zack. Also ich finde auch das mit den Bodenbelägen hier, also mit diesem Rot, das ist echt ein bisschen hardcore, ja. Also, man weiß ja gar nicht, wo man hinsliden soll, vor lauter Freude. Was haben wir hier noch? Oh. Evil Raven X Special, gibt's eins zu Halloween? Lasst euch überraschen. Ja. Jungs und Mädels, es ist doch gar nicht so spannend, wenn ihr jetzt immer alles schon vorher wisst. Da kommt's dann an und dann, oh ja, schön. Ja, da war ja noch was. Nö, darüber reden wir nicht. Yeah. Wenn die Oma auch hinslidet, ist es verkehrt. Warte mal hier, komm mal her, den klatschen wir dem Sebo Master noch einen drauf. Ich bin jetzt auch gerade ein bisschen dabei, erstmal mal die ganze göttliche Kraft wieder aufzuladen, weil ich kann nämlich momentan... Ich sehe nur rot um dich rum. Ja, ja, also so richtig, zum richtig in eine ruhige Phase komme ich gerade nicht. Weil jetzt sind so viele Ads da und das wäre noch irgendwie nicht weniger. Irgendwie nicht, ne? Nee, also müssen da jetzt mal ein bisschen die zusammenziehen, weil so aktuell kann der Mage nicht so richtig punkten mit seinem Crowd-Controlling. Wundert euch mal nicht, ich bin jetzt gerade mal ein bisschen ruhig, damit die Jungs sich auch mal absprechen können. Naja, ich glaube, jetzt haben wir es so ein bisschen gerade wieder in Kontrolle gekriegt. Hoffe ich. Es geht wieder. Es geht wieder, ne? Aber ich brauche ein bisschen Heilung hier. Ja, ich versuch's gerade. Ich sehe jetzt gerade nicht, wo du hingelaufen bist. Und weg von dem Rot. Da bist du. Okay. Platz zu viel Internet-Rot ist. Ne, das ist ja gar nicht. Ach da, hinter mir steht er. Ah, komm mal her, ich mache mal einen Kreis, da stellt sich am besten mal rein jetzt kurz. Das geht schneller, als wenn ich hier ewig rumklicke. So, komm mal her. Hüpp. Echt, du verbrauchst ja auch so viel göttliche Kraft. Das geht gar nicht. So. Ich bin sehr unheilig. Ja, aber ich glaube, so langsam stabilisieren Balken wieder bei den Leuten. Ihr habt euch eingespielt. Nee, ich glaube, wir haben jetzt einfach genug von den Ads gekillt. Oh, Pyron, der hat sich erinnert. Pyron, der hat sich erinnert. Ach, Norman, das einzige Mal, wo wir dann als Gruppe unterwegs waren, war Icefire Peak. Ja. Und Nadine hatte ihre Quest nicht angenommen. Ja, ich weiß. Das war. Deswegen sag ich ja halt, dann spielen mal die Profis. Hm? Ja, ja. Ich war fertig, Pyron dir war fertig, die restlichen Leute waren fertig, nur Nadine hatte die Quest nicht dabei und war nicht fertig. Oder war es beides? Ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall lustig.
Meine Fresse. Jetzt fall um. So, jetzt sieht's gut aus hier. Naja, so langsam wird's da hinten, ne? Hochkonzentriert. Ja, ich guck gerade, wo ich den Kane Sparrow hab. Da hinten ist der. Dem wollte ich nämlich mal ganz kurz ein Hielchen drauf klatschen. Der ist schon wieder so angeschwächelt. Ach, alles mehr wie 0 HP, ready to action. Gut so. So. Hier haben wir noch eine Frage von Amisa E83. Norman, wie viel Erholung hat denn Cleary eigentlich? Verdammt. Verdammt, no! Ich sollte, glaube ich, nicht ablenken mit Fragen, das kommt gerade sehr, sehr schlecht. Na, Moment, ich muss erstmal jetzt ganz kurz hier aus diesen. Oh, damn, wo man hinslidet, direkt in die nächste AOE rein. Ich glaube, die warten immer nur, bis ich anfange zu sliden und dann fangen die an, AOEs um mich drum herum zu legen. Jetzt ist aber echt gut, Leute. Geh weg. So. Ich wollte jetzt eigentlich. Ich habe noch gar keine göttliche Kraft wieder, siehst du? Ich wollte eigentlich einen Heal-Kreis legen, aber ging gerade nicht. Tränkchen, der will den Trank nicht nehmen. Leg den. Ja, ich habe noch 4 Sekunden, bis die Potion aus dem Cooldown kommt. Das ist mein Problem aktuell. Ja. Das war eine Sekunde zu viel. Ach, der. Wo bist du? Hier hinten, der Tote. Danke. Der aus dem Boden liegt wieder. Genau, der schon wieder am Boden gekostet hat. Sieh. Stevo-Core 91, mach doch mal dein Daily öfters. Ja, mach doch mal den Daily öfters. Ich versuche jetzt gerade erst einmal hier aus dem roten Kreis rauszukommen, weil aktuell kann ich hier gar keine Daily machen. Siehst du? Wo man hinläuft, keine Chance. Da ist echt überall jetzt was. Da ist. Master ist down. Ja. Ja, ich nehme mal den Weg nach hinten. So. Norman, heil mal die Gruppe und nicht nur dein Pet von Darkbrain Head. Hä? Hm? Die Gruppe steht halt einfach schlecht. Die hat sich taktisch unklug positioniert. Taktik ist alles, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich höre die Jungs gar nicht so großartig miteinander reden. Es ist alles eher so. Das ist alles abgesprochen. Special Effects mit. Ah, wir kennen uns schon aus. Das ist alles abgesprochen. Aber ehrlich gesagt, jetzt ist es langsam kritisch hier. Ich ja. Bin ganz alleine und down. Moment. Nein. Nee. Oh, hat resettet. Jetzt resettet. Oh, fuck. Brauch eine neue Strategie. Ja, das Problem an der Sache ist, dass die Strategie funktioniert eigentlich ziemlich gut. Das Ding ist nur, die Ads, die ziehen sich dann zu sehr auseinander. Und wenn du dann nirgendwo mehr einen Bereich hast, wo du hin kannst, wenn alles rot ist, dann kommst du, ja, kommst du nicht mehr raus. Ja, der Mage könnte dann Singularität reinhauen eigentlich. Ja. So, wie wir zusammenziehen. Mhm. Zwei Stück. Ja. MacApple, Norman ist Imba. Ja, ja. Das haben wir zusammengezogen. Irgendjemand hat so schön auseinandergeschummt. Beziehungsweise die Flamme, die wandert ja immer hin und her. Das ist ein bisschen schwierig, die irgendwo festzunageln. Tja. Bräuchte es einen hohen AP-Regeneration? Ja. So, was haben wir denn hier? Was war das? Regeneration? Nee, das war nicht Regeneration. Nein, das war Erholung. Erholung war das. Erholung. Sind 2500. Da weißt du es. Asra-Ehe war das, glaube ich. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Genau. Ja, der Rio, der schreibt gerade, ein Trickster-Rogue sollte auf den Boss gehen, sonst wird das nie was. Also, Sebo, herzlichen Glückwunsch. Siren X, Norman, wie war das bei mal bei einem Stream nicht mit Randoms gehen? Ja, aber weißt du, ganz ehrlich, ich finde, ich mache das jetzt hier echt nicht so, um jetzt hier die Instanz irgendwie rumzukriegen. Ich finde es gerade lustig, weil mal zu sehen, was die Leute so am Start bringen und euch zusammen labern, ist ein schöner Ausklang für einen anstrengenden Arbeitstag. Also ich habe jetzt hier gerade Spaß. Sehr gut. Gut, ich würde sagen, dann Rock'n'Load. Gut, Sebo auf den. Wir drücken jetzt einfach alle mal die Daumen, dass das jetzt klappt. Genau. Also hier? Ja. Press Play on Tape. Ah, jetzt geht das schon. Aber nicht zu doll drücken. Eingespielt sind wir auch schon. Jawohl, so ist das. Ich hoffe, ich stehe so hier gerade außerhalb. So, ist das jetzt da? Jetzt kommen die Ads, glaube ich. Ich glaube, dann lass uns mal direkt an die Ads. Die sind schon da. Ja, okay. Gut, Sebo bleibt auf dem Boss und kitet, während wir uns die Ads
zu Gemüte führen. Piri ist der Meinung, allein das mit Norman reden ist doch schon für die Teilnehmer ein großes Highlight. Also jetzt so für deine Gruppe. Naja, ich weiß nicht, ob das ein großes Highlight ist, aber auf jeden Fall macht's Fun. Ich habe auf jeden Fall meinen Spaß hier. Und wenn ich euch erzähle, was ich heute den ganzen Tag machen musste, dann würdet ihr, glaube ich, mir zustimmen, dass ich jetzt hier eine echte Verbesserung ist, mit euch zu zocken. Ja, wie gönnen es dir? Ja, ich finde das mal ganz angenehm. Ist auch mal witziger, als immer nur dann halt so Q&A und so Fragen-Antwort-Spiel machen, so einfach mal ein bisschen rumdaddeln hier, was wir ja zu Hause auch machen. Ich finde das cool. So. Ich finde das auch spannend. Also ich muss ehrlich sein, ich muss mich ja mal entscheiden, aber es geht eigentlich. Ich denke mal, die sind alle so gefesselt von dem Geschehen. Ich denke mal, das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass ihr so jetzt ab und zu mal gewiped seid. Das fesselt die Spieler und... Naja, also so, ich brauche jetzt nicht unbedingt einen Vibe, um Spaß zu haben, so ist es nicht. Du nicht, aber die anderen finden das toll, euch Tipps zu geben. Mhm, ja. Die echten Pro-Tipps hier, ne? Also ich würde sagen, das nächste Mal, wir merken uns mal so ein paar Namen von den Leuten, die hier richtig Ahnung haben, laut Chat. Und mit denen gehen wir dann das nächste Mal hier in die Instanz und gucken einfach mal, was die so unterm Strich drauf haben. Pyron, die Enorme musste sein Bier heute selber holen, weil Nadine nicht da war. Ja, das unter anderem, das war noch nicht das Schlimmste. Der arme Norman. Ja, der hat es nicht leicht. Zumindest zeigt der Vibe, dass auch die CMs nicht unfehlbar sind. Ah, come on. Weißt du, ganz ehrlich, ich spiele den Char schon länger als irgendjemand anders. Ich habe den Char schon gespielt, da war das Game noch in der Alpha. Und trotzdem, ich spiele das halt einfach nicht unbedingt so als Pro-Ding. Für mich ist das echt ein Fun-Ding abends nach der Arbeit. Und ich habe von der Winter so viel schon gesehen und schon so lange gesehen. Und ich zock's halt immer noch, aber dafür halt eher so im, ja, ohne Druck. Ne? Einfach nur so. Casual-Bereich. Ja, einfach casual, na klar. Ich meine, früher so vor, würde ich sagen, so 10 Jahren, als ich noch aktiv auch Raids gemacht habe, da war das wirklich echt 4-5 Mal die Woche. Da war ein stracker Plan da gab es keine Diskussion, wenn wer da sein sollte. Aber das ist eine Sache, das kannst du auf Dauer nicht mehr machen. Und wenn dann irgendwann mal der Punkt kommt, dann musst du dich entscheiden, Privatleben oder zocken. Und ja, Privatleben war dann halt irgendwo wichtiger. Da geht halt nur noch casual, das ist einfach Fakt. So, Hier haben wir noch Diana Ellensa. Ich möchte ein Norman-T-Shirt. Was hältst du davon, wenn du einfach mal ein Norman-T-Shirt machst? Und gar nichts. Uns das dann postest? Nein, scheiße. Das gibt's doch gar nicht, ey. Die haben so echt auf mich abgesehen. Das kann ja gar nicht sein. Shelly30. Ja, ich versuche. Nein. Warte. Nein. Oh, fuck that. Habt ihr euch gerade gestartet? Na, wir haben uns hier gerade, ich glaube, das ist ja nicht jugendfrei, was wir hier machen. Wir blenden das mal ganz kurz aus. Und an dieser Stelle eine Werbeunterbrechung. Scheiße. Psst, nicht fluchen. Ich denke mir, das ist auch so, das gehört einfach dazu, diese Herausforderung. Das war der vierte Tod inzwischen. Ich glaube, das war, ja. Was? Die werden gleich mit dir diskutieren, ich sag's dir. Wir spielen ja Epic, ne? Also entweder aus 4 oder 5. Getrace, mittlerweile habe ich auch keinen Plan mehr. Das ist der siebte Tod? Na hallo, Alter, jetzt übertreib mal nicht. Worauf war es jetzt wirklich nicht? Der Boss ist noch nicht... Das war der vierte... Nein! Nein! Oh. Ich weine gleich. Oh, yeah, what? Oh. Ich wollte eigentlich nie zurückholen, dass die Ads bei den Ads nicht kämpfen. Also. Ja, ich weiß nicht, ob man den so weit rauspullen kann, dass der da nicht resettet. Na, stimmt. Ich glaube, wenn du den über die Grenze ziehst, dann dreht er sich um und läuft wieder rein. Dann war's das. Ja. Will ich irgendwie beleidigen oder sowas? Hinterher. Like a Flowbo, frag mich so etwas bitte nochmal im Forum per PN und dann reden wir darüber. Worüber reden wir? Über das Bannen von Usern aufgrund von bestimmten Extras. Bestimmten Extras? Ich kann dir jetzt gerade nicht folgen. Wir reden jetzt. Wovon? Die Steigerung von Bugs. Exploits. Mehr Bugs? Mehr Bugs? Viele Bugs. Viele Bugs? Eine Bugliste. Ein Ameisenhügel. Okay, der war schlecht, der war lame. Okay, Jetzt kapier ich. Strategiewechsel oder? Sidetech, Norman stirbt nicht, er macht Schaffenspause. Ja. Mach mal. Das ist echt schwer.
Ich meine, theoretisch kannst du die Mobs so runterschubsen, wenn du Singularität und Push rechtzeitig getimed kriegst. Aber, naja. Wir haben nur einen Control Mage und ich glaube, mein Repulse, der funktioniert bei den Mobs nicht. Ich weiß nicht aus welchen Gründen, aber ich habe schon ein paar Mal versucht, den mit göttlicher Kraft, der schnipst die Mobs nicht weg. So sieht es nämlich aus. Was da. Der Control Wizard soll immer, wenn Ads da sind, Black Hole an der Kante machen. Okay, hier, geheilt. 3,2 Millionen Punkte geheilt. Meisten Feinde besiegt. Naja, gut, jetzt war ich schlecht. Wie auch die Show. Meisten Schaden erlitten. Oh, war immerhin auf Platz 2. Nicht schlecht. Hier, Nila, 5-mal gestorben, von wegen 7-mal. Hm? Guck mal, wer auf der anderen gestorben ist. Ich bin perfekt im Schnitt. Außer Sebastian, der ist der Noob. Sebastian ist der Gruppen-Noob. Der ist 6-mal gestorben. Wer schneidet ihr das? So, siehst du? Hm? Ja. Und was sagt ihr das, wenn alle anderen sterben, nur der Healer nicht? Das sagt dir, dass der Healer wahrscheinlich ein Ego-Schwein ist oder ziemlich gut. Oder beides. Keine Ahnung. Oder er steht einfach nur AFK im Startbereich. Das kann natürlich auch sein. Ja, was machen wir? Wollen wir... Den Tipp muss auch lesen. Okay, also ich würde sagen, Dario, der hat geschrieben, er tankt den Boss und kitet und wir klatschen die Ads. Okay. Works for me? Rock and load. So, Schiller hat da, alle gehen zu Boss und er kitet die Ads. Oh, echt? Genau umgekehrt. Oh. Ah, all Boss, ich kite Ads. Ah, okay. Wow. Works for me? Lass mich mal ganz kurz was Dinger umlegen. Ja, leg mal ein paar Dinger um und ich gucke mal, was ich noch mir... Achso, ja. Ich könnte eigentlich schon mal Rauchbombe rein tun. Obwohl, das ist egal. Ja, ich könnte eigentlich mal, oh verdammt, ich gebe es jetzt zu, es ist peinlich, was ich jetzt sage, aber ich habe vergessen, meinen passiven Skill reinzumachen, der die Aggro runternimmt. Deswegen schaffen wir das nicht. Ups. Jetzt dürfen alle mal herzlich lachen. Wir sind halt etwas schlecht vorbereitet, glaube ich. Ich bin gerade überlegen, göttliche Rüstung ist nicht so wirklich sinnvoll. Ich könnte vielleicht noch Kampfeswillen reinmachen, um die Aggro noch weiter zu verringern, aber nee, ich glaube dann, ich lasse das jetzt so, wie es ist. Gut. Okay, ready? Ah, okay, ready to. Plus, plus. Let's rock. Norman ist so krass, er braucht nicht mal die richtigen Skills. Naja, das ist. Dazu gab es eine Pommeshand. Das ist the pure Imba-ness of Cleric, ist das. Apropos, mach doch mal Disturbed ein, damit klappt es sicher. Ja, ich würde, du, ganz ehrlich, ich würde jetzt direkt sofort richtig geil Hell anmachen, ne? Hier von Lost Children, wer das Album kennt. Hammergeiles Album, wer es nicht kennt. Ihr habt echt was verpasst. Leider Gottes kriege ich da richtig derbs auf Dach, weil hier Copyright-Verletzungen und so, und das geht gar nicht. Aber vielleicht machen wir ja mal so einen Privat-Livestream. Dann sage ich einfach mal Scheiß drauf, dann wird das Ding nicht auf YouTube geschoben. Und dann können wir natürlich auch mal fette Mucke nehmen bei und die dazu passt. Norman privat auf einem Livestream. Auf seinem Livestream. Naja, ja. Also das würde dann halt ein Video werden, was es niemals, das ist dann einfach nur für die, die dabei sind, sind dabei. Das wird es niemals irgendwo nochmal später zum Angucken auf YouTube geben. Wegen Copyrights halt, ne? Klar. Ist der Rio hier noch irgendwo? Komm mal her, klatsch hier mal ganz kurz. Hör man dir gegen Norman, ist Chuck Norris ein Dreck? Ja, das habe ich auch. Das hat Chuck Norris letztes Mal auch gesagt. Piri, Lost Children ist super. Sein. Disturbed Inside the Fire, das passt doch ja, so richtig. Inside the Fire, das wäre natürlich auch ein fetter Song, speziell für die Inni. Da gibt es natürlich auch, also Disturbed haben allgemein eine sehr, sehr geile Mucke gemacht. Hat ein bisschen, der hat, wer sich jetzt ein bisschen mit der Trivia ringsum Disturbed auskennt, der Frontman, also der Leadsinger, der hat ja eine kleine Tochter, glaube ich sogar. Mhm. Und die posten halt immer fleißig auch bei Facebook. Ich finde das eigentlich ganz witzig, dass man so ein bisschen von den Leuten aus ja,
im Privatleben mal so mitkriegt, was da so geht und dass das auch nur ganz normale Leute sind. Nein! Was du denn? Ich bin hier hinten an der Ecke. Oh, das lief so gut. Ach, zu spät. Ja, danke, das hat gereicht. Komm, egal, mach den Boss was, ich komm zu Fuß. Ja, ich versuche hier gerade irgendwie zu überleben, aber hier ist... Ach, komm, Alter. Ja, ich hab jetzt alles am Arsch. Du bist jetzt 6-mal gestorben. Die Leute haben wieder angefangen zu zählen. Ja, sie sind... Und das ist halt das, was dann halt scheiße ist, wenn du dann halt erstmal die Agro hast von dem Raum. Du kommst dann einfach nicht mehr mit den Healen hinterher. Aber es sieht doch eigentlich... Lauf, Norm, lauf! Ja, stimmt, ich laufe. Verdammt. Reels, bleib am Leben. Gott, ich fiebert mal gleich vollständig mit, ey. Ich bin schon tot. Ich warte nur, bis... Ja, wieder. Aber wir haben es fast geschafft, ich meine... Bleib unsichtbar, also der Boss ist noch da. Ja, die hat noch nicht resettet. Ich hab's auch noch in der Liste. Ich bin jetzt sowas von am Rennen. Ich slide, was der Notarzt kann. Ich schaffe das hier nicht, nein, ich bin jetzt down, aber ich bleib mal liegen hier. Moment. Die anderen sollten mal... Oh, nee, ja, da ist schon da, ist schon resettet. Nee, ist noch nicht resettet. Nee. Aber die anderen sind da jetzt. Egal, den Boss wegnuken. Ja, den Boss wegnuken. Warte, ich versuche zu resten. Ja, geleckt aus der Aue. Das tut weh. Wir schaffen das. Ja, das ist... Wir schaffen das. Aber nicht, wenn ich nicht mehr wegsliden kann. Ich kann nur zweimal sliden als Cleric. Dann ist Kraft alle. Oh, komm schon. Warum ist jetzt das Video da angesprungen? Das lag daran, weil ich jetzt, glaube ich, auf den F7-Knopf gedrückt habe. Nein, scheiße. Soll jetzt meine Worte. Okay, ja. Verdammt. Verdammt, wir sind so knapp davor gewesen. Es war so knapp. Also die Taktik funktioniert auf jeden Fall mit Abstand besser als das andere. Und jetzt aber. Ich würde sagen, wir haben es jetzt 7:45. Wir machen jetzt noch einen Versuch. Und dann lassen wir einen lieben Gott einen guten Mann sein. Und was ich jetzt machen werde, ist, ich werde jetzt was Fieses machen. Ich werde jetzt meine GM-Power auspacken. Nein, natürlich nicht. Okay, warte mal. Wie war das jetzt? Alle kurz mal weggucken. Ich gebe mal ganz kurz hier einen kleinen Befehl ein. So, das mache ich natürlich nicht. Das mache ich natürlich nicht machen hier. Was ich jetzt gleich machen werde, ist nochmal sterben. Wieso? Alter, wieso ist denn das Vieh jetzt hier vorne? Och, ich wollte jetzt eigentlich mal ganz kurz noch schnell meine Heilsteine rausholen. Ich bin jetzt hier voll dagegen, dass das schon als der nächste Versuch gilt. Ja, nee, das lassen wir. Ich wollte jetzt nämlich mal ganz kurz einen Healstone rausholen, dann ich bin da eigentlich kein Fan von. Ich habe die Dinger immer noch hier aus den Packs drin liegen, nie benutzt. Weil ich das schon irgendwo ein bisschen übertrieben finde, aber gut. Ich glaube, hier braucht man das heute. Also, ich werde jetzt mal einen mächtigen Stein der Gesundheit hier reinpfeifen. Ja, das ist schon okay. Leg mal rein. So. Oder warte mal. Resetten die Mobs, wenn wir weit weggehen oder wie? Oder so? Weil das sind jetzt nur die Ads, ne? Der große hier. Ja. Ja, ich kann momentan, jetzt, ich wollte gerade sagen, ich kann gar keinen Healkreis machen, aber jetzt kann ich. Oh, hier kommst du echt nicht mehr zum. So, warte mal. Es werden schon Umfragen gestartet, ob du die 10 Tode schaffst. Hohoho! Ja. Ihr könnt gerne mal versuchen, das nächste Mal hier selber mitzuspielen und dann mal gucken, wie lange ihr mit mir zusammen überlebt. So. Wobei soll ich denn helfen, Ray JK? So, da ist er. Bang. Ab in Dreck. So, jetzt würde ich sagen, warten wir kurz, bis alle wieder da sind und dann starten wir hier mal den letzten Versuch. Soll ich mal eine Runde beten? Ja, das macht Sinn. Jetzt geht's los. In 5 Minuten spätestens sind es 10-mal sterben. Alle Norden unser. Amisa, ihr mit dir zusammen, gar nicht, weil du was? Weil du nicht, weil du dich dann rächst. Achso, genau. Ich werde jetzt einfach mal auf Max DPS setzen. Und den. Karo, hol deinen Healer. Wieso? Dann hätten wir jetzt wahrscheinlich schon einen neuen Rekord. Guck mal her hier.
Hier, guck, guck! Siehst du, was da steht? Habt ihr das jetzt gelesen? Huh? Nee, was? Am meisten am Boden. Kane Sparrow, gefolgt von Sebo Master, gefolgt von Rio. Und die letzten beiden, Rhines Wind und... Ich glaube, der Norman möchte jetzt ein bisschen Applaus haben. Machen wir mal. Naja. Das ist aber nur deswegen gewesen, weil ich dich 15 Mal aufgehoben habe. Naja, aber nicht übertreiben. 15 Mal. Entschuldigung, 12 Mal. Gut. Simon X, nächstes Mal PvP, Norman. Ja, das wäre wahrscheinlich besser. Ja, das... Das Problem ist halt, genau, ich werde jetzt mal bei dem Ryo hinterherlaufen. Ich habe jetzt mal nicht Ryo, ich mache mal nicht heilendes Wort, ich habe mal hier das Ding reingemacht. Gesundheitsstärken, weil das ist einfacher zu treffen mit dem Riesenkreis, weil wenn du rumflitzt und rumrennst. Gut. Das lese ich jetzt nicht vor, Amisael. Wir wollen jetzt, dass sich die Jungs ein bisschen konzentrieren und Mut schöpfen. Genau, Amisael, du spielst einen Heiler falsch. Richtig erkannt. Gut, let's go. Moment. Ich habe das ist übrigens ein guter Hinweis. Alter. Ich habe gar keine Medikits mehr. Wir müssen so oder so aufhören nach der Runde. Okay. Also, letzte Chance. Ich bin dafür, ihr schafft das. Gut, gut. Also, ihr solltet es besser schaffen. Würde euch in besseren Licht dastehen lassen. Finde ich. Das ist immer einfach, jetzt rumzuschnacken, ne? Ja, naja. Unglaublich. Kannst ihn auf die Schippe nehmen, er kann sich nicht rächen und sagen, dass er dir den Heal entzieht oder kann er nicht. Anderes Böses. Der Stream ist nachher irgendwann vorbei. Ich glaube nicht, dass ich deine Heilung nach dem Stream brauche. Naja. Gut. Alle fertig? Alle geheilt? Alle gemedipackt und gepimpert? Okay, let's go. Ich weiß, warum ich 60 mitgenommen habe. Wäre wahrscheinlich eine Maßnahme gewesen, ja. Okay. Na dann. Na gut. Vielleicht sollten wir den Boss gar nicht bekämpfen, auch mal mit ihm reden oder so. Ja, du kannst ihm noch eine Geschichte erzählen. Vielleicht Sebastian, erzähl dir noch mal, wie die Gamescom war. Ja, Sebastian. Mach einen Schulkreis, ne? Sebastian ist der hier am wenigsten sagt. Ich noch mal so, das möchte ich dir nochmal so zum Besten geben. Das liegt daran, dass ich Real Life habe. Real Life, völlig überbewertet. Habe ich auch mal versucht, aber die Grafik ist fett und das Gameplay ist fett. Ja. Norman ist wie ein Gott im Büro, der geht montags durch die Gänge und alle sind gut drauf. Das stimmt. Das stimmt. Wenn ihr, also da, wo ich lang laufe, da scheint die Sonne aus dem Fenster. Lassen wir das lieber. Was auch immer du jetzt sagen wolltest. Ich wollte gar nichts sagen. Nein, nein, nein. Hopp. Einmal hier rein, geh mal langs. Piri, das möchten wir nicht wissen. So, hier, los. Max DPS auf den drauf hier. Gib ihm. Gib schon alles. Ich hau schon meine Imba. Oh mein Gott, guck mal hier, was da für Zahlen aufsteigen. Ich hoffe, ich wünsche, das wären meine. Ja, Ilza, 1337. Ich weiß jetzt nicht, wie lange du inaktiv warst, aber willkommen zurück. Ja, willkommen zurück und willkommen bei der Party. Und wie ihr seht, geht das hier gut zur Sache gerade. Na, sieht aber nicht schlecht aus. Naja, Moment. Noch ist ja auch... warte mal, jetzt muss ich mich mal ganz kurz um den Ryo kümmern. Der sieht da hinten nämlich sehr ungesund aus. Ja, guck mal, ja, Ryo. Das kann ich auch gar nicht ansehen hier, was du da mitmachst. In 3 Sekunden ist auch mein Heilkreis wieder ready und dann kann ich... verdammt, da war meine göttliche Kraft alle. Scheiße. Ich bleib jetzt mal ganz kurz hier bei dem Ryo stehen und lutsche den mal ein bisschen. Heal den mal ein bisschen. Jo, bitte. Hat langsam Zeit. Okay. Wenn du mich siehst. Ja, ich versuche gerade irgendwo hier aus diesem ganzen Ad-Haven rauszukommen, aber so richtig jetzt... Weiß ich, da. So, warte mal, da kommt der Heilkreis. Sehr gut. Ja. Aber das ist echt schwierig, weil wenn ich dann rumlaufe, kann ich keinen Schaden machen, kann ich keinen Schaden machen, kann ich keine göttliche Kraft aufbauen, kann ich keinen Heal-Kreis machen. Wie groß ist da? Jo. Das ist echt nervig. So. Ja, wir bleiben auf der Pyra-Mutti-Dings da. Warte mal. Ah, komm her. Und weg. Haben es bald geschafft, Jungs. Ja, ich versuche... Oh, das war jetzt aber ein gechillter, du... Ja, ich habe immer noch keine göttliche Kraft. Und ich habe hier mindestens
5 Ads am Arsch. Ja, tot. Halte, ich komm dich holen. Jo. Warum soll es dir besser gehen wie mir? So. Ach, genau in die AOE rein. Ich bin genau in die AOE reingeslidet. Die ist doch echt, das ist doch echt fies, sowas. Das mit dem Sliden über noch. Nee, das ist, das war jetzt echt Fail. Der Boss ist noch da, also. Ja, ja, ich beeile mich, ich beeile mich, ich beeile mich. Ich glaube, das ist jetzt mein letztes Medipack. Ja, das ist das letzte gewesen. No. Ah, brauchst du nicht. Komm her, ja. Ich hab dich gleich, Sebo. Mensch, das ist ja echt noch spannend. Moment. Ich lebe noch! Nein! Jetzt nicht mehr. Nein, nicht resetten. Oh, verdammt. Ich werde euch jetzt hier die Schriftrollen verwenden, ja? Ausnahmsweise. Ah, nee, das war jetzt eine ganz blöde Idee. Vier? Ja, ja. Nee, das war ja, guck mal, ich habe extra für euch die Schriftrolle genommen, damit ich hier weiterlebe. Also, wenn ich jetzt nicht irgendwas für euch bekomme hier. Warte mal, ich versuche jetzt mal wieder reinzukommen, irgendwo hier hinzulegen. Wo ist denn hier? Lauft! Irgendwo hier rein, da hinten am besten rein. Yep, komm her. Wo ist denn die Pyro? Mein Gott. Wo ist denn die komische Mutti da vorne? Ich muss jetzt erstmal gucken, wo die ist. So. Ich kann immer noch nicht wieder. Wir lenken jetzt erstmal unser ganzes Augenmerk hier auf das Geschehen. Naja, ich glaube, da gibt es nicht viel zu lenken gerade, weil, wie du siehst, die legen hier AOEs im Sekundenrhythmus. Aha. Und, da kannst du nichts machen. Das kriegst du einfach nicht weggeheilt. Da kommen Zehntausende von Schaden rein. So schnell also kann ich. So schnell kann ich gar nicht. Ich kann auch gar nicht hier benutzen gerade. Ach, die habe ich in Bankfach gelassen. Nein. Ja. Na gut. Das war's. Schade. Ich hätte es euch gewünscht, Jungs. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte es euch gewünscht, dass ihr es schafft. Naja, und wenn man überlegt, dass das nur der, Zwischenboss war. Es war auf jeden Fall tricky. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, davon abgesehen. Ja, das ist auf jeden Fall. Es ist halt wirklich ein bisschen schwierig, vor allen Dingen dann auch, wenn man dann halt so mit der Taktik nicht so richtig am Anfang an den Start kommt. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe auch die Cave hier immer gehasst und nicht so gerne gemacht. Also ich spiele lieber Crackmire, das finde ich zum Beispiel ganz witzig. Aber diese Feuerviecher, die sind echt, ja. Ja, das kann ich bestätigen, der Norman, aber er ist ganz traurig, dass es die Crackmire-Ruf nicht geschafft hat. Ja, die finde ich persönlich nicht. Und dann auch noch so knapp. Ja. Mist. Gut. Aber das war ja noch nicht alles. Ich sag jetzt trotzdem mal schon mal Danke an die, die jetzt hier im Skype waren, weil wir gehen jetzt mal ganz kurz aus dem Skype raus. Ja. Und danke fürs euch. Dabei sein. Und du hast jetzt mal wahrscheinlich für ein Erdbeben gesorgt bei den Leuten. Ich habe einfach nur meine Hand runtergenommen. Gut, okay. Also, tschüssi. Und wir sind wieder hier im Livestream. So. Gut, das war leider heute nicht so, wie wir es uns vorgestellt hatten. Wir wollten eigentlich den Karundax zumindest zu Gesicht bekommen, haben wir leider nicht geschafft. Schade. Tja, aber es war nicht alles. Das war erster Anfang. Sagt uns vielleicht erst einmal, vielleicht nochmal im Forum, wie es euch gefallen hat, ob ihr das witzig fandet und ob wir sowas nochmal machen sollen. Und jetzt gucken wir nochmal, wie oft sind wir gestorben. Sebomaster hat es geschafft. Sebastian, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Du hast den Tagesgewinn geholt mit 11-mal sterben. Und was soll ich sagen? Herzlichen Glückwunsch. Was haben wir noch so? Der lebende Tote, genau, gefolgt von Kane Sparrow. Mit ganz knapp mit 10 Toten. Auch dir herzlichen Glückwunsch zum Silbernen. Und Rio, der hat 8. Hat nicht ganz gereicht, aber immerhin, Bronze für dich und der Rhineswind und ich, naja. Außerhalb der Wertung. Außerhalb der Wertung, ne? Gut. Na gut. Wie dem auch sei, auf jeden Fall hat Spaß gemacht mit den Jungs und Mädels zusammen. Mit, Mädels? Ja, du bist auch ein Mädel, oder nicht? Da war ich dabei. Naja, klar, du warst hier im Geiste mit uns dabei, hast uns angefeuert. Also wie gesagt, lasst uns wissen im Forum, wie es euch gefallen hat, ob wir es nochmal machen sollen. Und wenn, dann gehen wir vielleicht nächste Woche, denke ich mal, auf den Preview-Server. Schauen einfach mal da, ob es da Fun bringt und ob da vielleicht ein paar von euch Pros, die Ahnung haben, mal so richtig den Dungeon rockt. Und ansonsten... Das ist dann auch die Chance für die anderen Server. Ansonsten habe ich jetzt nur noch eine Sache. Und zwar, was könnt ihr gewinnen heute? Ihr könnt das Fury of the Feywild-Paket gewinnen. Und was müsst ihr dafür tun? Ja, was müsst ihr dafür tun? Ihr habt sicherlich mitgekriegt, dass ich während der Show immer mal wieder das Companion-Fenster aufgemacht habe. Und was ich jetzt von euch wissen möchte ist, welche Companions hatte ich da drin? Welche waren das? Also einen davon habt ihr ja schon gesehen, ne? Und eigentlich habt ihr zwei schon gesehen.
Ihr müsst, um zu gewinnen, so viel wie möglich raten. Also es sind 5 Stück insgesamt gewesen. Wer gut aufgepasst hat, der hat, naja, ich sag mal, 2 zumindest gesehen. Und die alle richtig raten, die haben dann, sag ich mal, gewonnen. Und wie könnt ihr mitspielen? Ganz einfach. Die Caro, die wird dann im Forum einen Thread aufmachen. Da kommt ein Link rein zu einer Google-Umfrage. Und alles, was ihr da machen müsst, ist halt, die Companions dort zu benennen. Also nicht die Namen von den Companions, sondern die Arten. Sowas wie Fisch oder Hund oder Bergwolf. Und der als erstes die meisten Sachen richtig hat, der gewinnt. Und damit das natürlich nicht so einfach wird, weil wir den Stream ja aufzeichnen, dürft ihr nur bis morgen früh mitmachen. Also, wir machen das Ding jetzt gleich rein und wer morgen früh dann, wenn wir das Video auf YouTube geuploadet haben und live stellen, dann ist Schluss mit lustig. Dann ist vorbei und dann werden wir die Gewinner ziehen. Yep. Okay? Genau, der Piri hat das richtig erkannt. Und, ich würde sagen, dann sind wir fertig für heute. Ja. Denkt dran, macht beim Tavernen-Event mit. Gibt 2 coole Bücher von Salvatore abzugreifen. Kann man nochmal ganz kurz zeigen. Mit einem Original-Autogramm drin. Von ihm höchstpersönlich. Handsigniert und liebevoll zur PAX geschleppt. Deutsche Bücher. Und die 2 bekommt der Gewinner von unserem Story-Writing-Event im Forum. Und solange passe ich drauf auf. Und solange passt die Caro drauf auf. Also habt einen schönen Abend noch. Macht's besser als wir hier. Geht Karundax klatschen oder macht ein paar Foundry-Missionen. Die sind auch sehr witzig. Und lasst uns im Forum wissen, ob wir nächste Woche wieder an den Start gehen sollen. Und am besten gleich da, wo unsere Folge 30 ist. Wie immer. Genau, so sieht's aus. Also habt einen schönen Abend und wir sehen uns nächste Woche. Tschüssi. Viel Spaß. Prepare for the journey into Sharandar with the Knight of the Feywild Pack. Begin a new adventure as a member of the never-before-seen Moon Elf race. Travel in style on the unique and majestic Dawn Unicorn Mount. Accompanying each adventurer will be the nimble and elegant Sylph Companion. Be the envy of other adventurers with the exquisite Moon Silver Regalia. But that's not all. The Knight of the Feywild Pack also includes these amazing items. Sharandar awaits. Get the Knight of the Feywild Pack today. Go now. Your money or your life.